was sich dort befindet. Gut, jetzt ist es natürlich doof, dass ich jetzt genau jetzt den Speer gebaut habe. Warte mal. Oh, mit einem Messer. Warte mal, mit einem Messer geht auch. Metallfragmente. Verkehrsschilder, von kann man nie genug kriegen. Zack. Messer haut man am schnellsten drauf. Metallklingen. Eine Metallklinge, das ist sehr schön. Eine Metallklinge ist sehr gut. Mal gucken, da hinten haben wir auch nochmal Fässer. Da sind auch nochmal Fässer. Also ich habe eigentlich eine sehr gute Umgebung gewählt. Wie gesagt, die war spontan. Weil ich habe, wie gesagt, an der Sphäre habe ich mich erstmal mein alten Haus orientieren wollen. Aber ich habe ja nicht mal mein altes Haus mehr finden können. Das ist ja auch weg. Und wisst ihr, wie viel Schweine ich damit habe? Dass ich jetzt den Nitrate-Server aufsetzt. Und wir genau ein paar Folgen davor geradet wurden, damit wir neu beginnen. Das war Ironie des Schicksals. Stellt euch vor, wir hätten das Haus noch sehr viel besser gebaut. Das wäre richtig ärgerlich geworden. So, Pferdchen, mach's gut. Oh, der hat's überlebt. So, du entkommst mir nicht, mein Freund. So, jetzt können wir den ausschlachten und jetzt haben wir auch mehr. Alter, die Position. Der macht einen Dubstep. Tak, 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 tak. Oh, das, ich glaube, der ist, weiß nicht, der ist aktiv, der ist voll dabei. So, okay. Genug Scherze gemacht über ein totes Tier. Oh. Hallo, ist ja gut mit, der hört nicht auf. Ich krieg gleich einen Table Dance. So, Pferdchen. Eigentlich überhaupt nicht so für mich, weil ich kann eigentlich nicht tote Tiere sehen. Das ist wirklich so. Also, Tiere, das geht mir schon ein bisschen nah. Weil ich bin ein sehr guter, sehr großer Tierfreund. Sehr guter Tierfreund. Das klingt ein bisschen falsch. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. So, jetzt noch den hier weg. Aber ich sehe auch keine Fässer gerade in der Nähe. Sehr gut wäre es, wenn wir noch ein paar Fässer finden würden. Wir könnten ja Richtung Dings laufen, Sphäre. Aber naja, ist egal. So, wie sieht es denn eigentlich aus? Sieht gut aus. Steine haben wir natürlich erstmal nicht. Aber müsste ja auch hier irgendwo... Oh, da hinten ist wieder Mais. Mais ist gut. Mais ist immer gut. Dann würde ich sagen, machen wir dann in der obersten Etage, wo es Richtung Balkon geht, machen wir dann die Samen rein. Das heißt, wir sammeln das ein bisschen, dass wir das immer wieder nachernten können. Und dann machen wir oben auf dem Balkon dann mehrere solche Kästchen. Und mit den Kästchen können wir dann Zeugs anpflanzen. Das klingt doch nicht schlecht. Oder? So, und wenn wir genug Metallfragmente jetzt zu Hause haben, fange ich sofort an, die Tür auszuwechseln, dass ich eine Blechtür habe. Und dann mache ich gleich oben auch nochmal eine Blechtür mit Zahlenschloss. Dann können sie zwar den Tresen kaputt machen und an meine Öfen rankommen, das ist mir scheißegal. Die Öfen sind ja teilweise leer geputzt, außer natürlich, ich bin offline. Dann sind sie wahrscheinlich gerade gefüllt. Das ist aber nicht so schlimm. So, ich muss jetzt nur aufpassen, dass in meiner ganzen Gier hier nicht auf einmal ein Tier entgegenkommt. Oh, hier ist noch ein Kürbis. Da haben wir schon wieder drei verschiedene Samen. Halt, hier ist noch einmal. So viel Mais. Also, den konnte ich jetzt nicht tragen. So, gleich fressen. Damit wir gleich voll sind. So. Ach, schade, ich hatte, wie gesagt, da hinten ist die Sphäre, ihr seht's, aber ihr merkt schon, es ist auch an der Umgebung, weil wir hatten in der Sphäre nie so einen Fluss gehabt. Und es gibt auf dieser Nitrado-Map nur eine einzige Sphäre. Das kann man übrigens nachgucken, ich könnte es ja mal in die Beschreibung schmeißen, ich hoffe nur, ich vergesse es nicht. Gibt es eine Seite, da könnt ihr die Karten, ihr müsst nur den Servernamen eingeben. Ich glaube, die kennen viele Rust-Spieler. Da könnt ihr die gesamte Map sehen von der Umgebung. Die habe ich mir nämlich natürlich angeguckt, um zu sehen, was mit dem Server los ist. Und da habe ich gesehen, dass die Map auch ein wenig anders war. Die Map, die von den Servern sind nicht alle unterschiedlich. Es gibt nur bei den Umgebungen sind sehr gleich gemacht. Also solche Rust, wie sagt man, Wunderwerke oder Meisterwerke oder ich weiß nicht. Keine Ahnung, diese Bauten halt, diese Rust-Bauten, die sind halt immer gleich. Aber sie können in verschiedenen Positionen sein und die Sphäre ist, glaube ich, soweit ich weiß, immer nur einmal da. Es sei denn, derjenige, der den Server hat, hat die mehrfach reingesetzt. Aber ob sowas möglich ist, weiß ich nicht. Ah, schon wieder ein Blech bekommen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Blech machen sollen. Und jetzt haben wir Stein. Genau jetzt finden wir Stein, wo wir auch nicht so viel Zeug tragen können. Naja, egal.
Jetzt machen wir erstmal so viel wie möglich ist. Wenn wir alles rauspurzelt, soll es mehr recht sein. Dann gehen wir erstmal zurück und dann können wir, glaube ich, schon die Blechtür bauen. Die kostet, glaube ich, nur 250 Fragmente. Und in der Zeit, wie wir hier draußen rumgelungert sind, sind bestimmt schon wieder so viele Dinger hergestellt worden. So. Das reicht dann, denke ich mal. Außerdem wird es auch langsam dunkel hier. Oder, nee, ist nur eine Wolke. Okay. Ist nur eine Wolke. Ich habe übrigens auch gesehen in meinen Aufnahmen, dass irgendwo auch ein Haus war in der Nähe. Also erstmal hatten wir einen Typ auf dem Gipfel gehabt. Und wir hatten auch so, es war auch einer zwischen den Bergen, wo wir langgewuselt sind. Da habe ich auch einen Typen gesehen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Erst nachdem ich die Folge nochmal richtig angeguckt habe, habe ich erstmal gesehen, oh, da war ja auch jemand. So, nochmal Steine sammeln. Weil wir haben noch keine 1000 zusammen. Die ist langsam kaputt, die Spitzhacke. Oje, oje. Wenn die kaputt ist, müssen wir eine neue bauen. Vielleicht bauen wir doch die aus Metall. Erstmal. Ah, jetzt ist sie kaputt. Und da ist noch ein Pferdchen. Warte mal. Wir haben ja sowieso schon soweit Material vom Pferd. Was? Voll im Kopf und du lebst noch? Verarsch mich nicht. So. So, die Pfeile aufsammeln. So. Zwei Pfeile haben gereicht. Da haben wir noch ein bisschen Leder und jetzt geht die Sonne langsam runter. Ich glaube, das ist genau der Zeitpunkt, wo man zurückkehren sollte. Jetzt haben wir natürlich auch keine Lampen im Haus. Das heißt, wir müssen auch natürlich... Was? Alter! Schon wieder so ein Dreckswolf! Wo ist der? Ich sehe nichts. Alter! Ich schmeiß mal das Blech weg, denn ich weiß, dass der Wolf... Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Es ist so dunkel. Ich habe keine Fackel. Ich brauche wieder so einen Hut. Ach, da ist er. Ich brauche den Wolfskopf. Da ist der Wolfsschädel. Dann schmeiße ich mir das Fleisch weg. Weil Fleisch ist mir egal. Dann können wir nämlich den Wolfskopf wieder herstellen, Leute. Wobei, eigentlich brauche ich den nicht. Eigentlich brauche ich den nicht. Leute, wenn wir den... Ich nehme doch wieder den Arbeiterhelm. Der war viel besser. Wir nehmen den Arbeiterhelm und wir gehen erstmal nach Hause. Ich hoffe, überlebt das. Toll, so vollgepackt, ist klar, dass mich dann wieder alles angreift. Das ist der verdammte Wolf. Scheiße, wo sind wir? Warte mal. Sphäre? Wo ist die Sphäre? Ich sehe sie nicht. Waren wir hinterm Fluss? Oh, verdammt, ich habe die Orientierung verloren. Es ist so dunkel und wir haben kein Licht. Scheiße. Aber da hinten müsste es sein, oder? Da hinten ist doch der große See. Durchhalten, Garrett. Durchhalten. Warte mal, da hinten ist mein Haus. Ah, schön. Wir haben es gleich geschafft. Wenn wir jetzt noch sterben sollten, wissen wir wenigstens, wo unser Leich liegt. Das sieht schon gewaltig aus, unser Haus. Auf jeden Fall brauchen wir Verbände. Und Komfort, dann heilt man sich schneller. Oh, ein Reh, okay. Das ist jetzt nicht so schockierend. Wobei, das hole ich mir auch noch. Keine Besucher! Oh. Na? Survival! 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 So. So. Dann sammeln wir auch auf. Dann haben wir mehr Leder. Dann könnten wir uns auch richtige Sachen mal bauen. Das heißt, wir nutzen die Nacht, um uns aufzustylen. Ah, ich sehe den anderen Pfeil nicht. Egal, wir gehen rein. Wir machen erstmal... Wir tun erstmal ans Abladen hier. Oh, ein Ofen ist aus. Ein Ofen ist ausgegangen. So, Metallfragmente. Da haben wir schon wieder 100 Metallfragmente. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen davon. So. Okay, wie sieht's hier aus? Stein. Ach schön, wir haben ja keine Dinger aufgesammelt. Wir bauen mal gleich eine kleine Kiste, da können wir gleich die Samen wegpacken. So, dann. Ach man, wir haben jetzt. Was brauchen wir denn für einen Arbeiterhelm? Da brauchen wir. Ach man, wir müssen hoch. Wir müssen definitiv hoch. So, Spitzhacke hauen wir raus. Da müssen wir eine neue bauen. Ich glaube, wir bauen jetzt mal eine neue, weil wir haben ja nicht genug für
die improvisierte. Vielleicht eine Fackel bauen, aber na gut, wir müssen jetzt hier blind hochgehen, weil ich habe jetzt keine Ahnung. Ich will jetzt nichts verschwenden unbedingt. Aber wir brauchen den Arbeiterhelm. Es ist so duster hier drinne. Warum muss das so dunkel sein? Das ist so scheiße. Warum muss das verdammt nochmal so dunkel sein? Warte mal, das Fleisch war ja unten. Habe ich die Tür jetzt... Ich habe die Tür wieder zugemacht. Okay, warte mal. So, das ist das große Ding. Warte mal, jetzt müssten wir genug Metall haben. Jetzt haben wir genug Metall für die Türe. So, jetzt können wir hier das Fleisch reinpacken. Machen wir mal so hier. Das heißt, hier kommt nur Essen rein. Tank, Tank, Tank. Der Rest ist stimmt so. Wir brauchen ja 5 Messer. 5 Klingen. Mann, wo ist denn die Treppe? Ich sehe sie nicht. Ah, hier ist die Treppe. Okay. Gut, dass ich die Fenster noch nicht zugemacht habe. So können wir, haben wir wenigstens ein bisschen Licht. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen davon. Das packen wir mal zusammen. Und ich höre einen Airdrop. Aber ich glaube nicht, dass der in meine Richtung kommt. Also, dass der wieder bei mir fällt. Verzeihung. So viel Glück kann man nicht haben. Achso, die brauchen wir auch. Die brauchen wir auch. So, die Klingen. 4er haben wir. 4er haben wir. So, ein Propangastank. Noch ein bisschen Fett. Findest du mich fett? So. Da sieht das nicht mehr so schlimm aus. Ich könnte ja noch eine Etage höher erstmal. Und die Samen wegpacken. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, hier ist die Türe. Das heißt, ich mache dann hier die Kiste hin. So, dann können wir die Planen nehmen. Und dann können wir nämlich hier die Kästen draußen bauen. So. Okay, dann kommen hier die Samen rein. Dann können wir auch zu Hause was anbauen und dann müssen wir nicht mehr draußen rumrennen, um was zu essen. Dann haben wir auch ein bisschen was, was schneller geht, als Fleisch herzustellen. Aber Fleisch ernährt sich natürlich besser. Und ich sehe gerade, dadurch, dass wir Komfort haben, merkt ihr das, heilen wir uns auf einmal besser. Wir sind schon wieder bei 50. Aber ich glaube, wir müssen was essen, um noch mehr geil zu werden. So, jetzt bauen wir mal. Neue Klamotten. Wir könnten noch einen Ofen herstellen. So. Kerzenhut. Minenarbeiterhelm. So, Minenarbeiterhelm wird hergestellt. So, Items machen wir natürlich wieder. Warte mal. Das hier. So viel wie möglich. Tierfett brauchen wir nämlich nicht mehr. So, das wird hergestellt. Lampen. Da bin ich am Überlegen, ob wir Lampen bauen. Aber momentan noch nicht. Momentan noch keine Lampen. Das kommt auch erst später. Tools. Was können wir denn hier herstellen? Ein Eimer. Brauchen wir auch erstmal nicht. Medizin, medizinische Spritze, was kostet das denn? Metallfragmente kostet das, Brennstoff. Und das ist nur Stoff. Da können wir Verbände erstmal herstellen. Das heißt, ich stelle nochmal ein paar Verbände her. Die können wir dann auch in, wie gesagt, unsere große Medizintruhe packen. Wir müssen auf jeden Fall Verbände mitnehmen, weil der Wolf, der hat mich jetzt schon wieder ziemlich am... Da ging mir schon wieder ziemlich auf den Strich. So, warte mal. Die Stiefel. Die Stiefel stellen wir her, dann haben wir richtige Schuhe. Muskelschutz. Warte mal, kann man sehen, wie stark die sind? Kann man sehen, wie stark die sind? Oh, habe ich den jetzt hergestellt? Nein, 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 das muss ich jetzt abbrechen. Ich wollte den nicht herstellen. Den wollte ich nicht herstellen. Naja, wir sind gleich weiter. Warte mal. Das Hemd. Schneejacke. Da werden die gerade hergestellt. Ah, warte mal. Lederhandschuhe? Habe ich überhaupt Lederhandschuhe? Warte mal, nee, der stellt gar nicht her. Nee, wir haben noch gar keine Lederhandschuhe. Das heißt, wir können auch noch Lederhandschuhe erstellen. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen mehr Befestigung. Eine Jacke. Jacques Chirac. So, wie sieht es jetzt aus in unserem Inventar? So, Minenarbeiterhelm haben wir. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Licht. So, den filmen wir auch gleich mal auf. Natürlich ziemlich hart, dass ich jetzt so mache, aber jetzt haben wir auch ein bisschen Licht. Also ganz ehrlich, ohne Licht arbeiten, das ist nicht vorteilhaft. Achso, wir können es auch so ein- und ausschalten mit F. Okay, wie eine Waffe, wenn man eine Waffe hält. Frag mich, wie das dann ist, wenn man eine Waffe in der Hand hält.
Ist es dann eigentlich immer noch so, dass man dann das beides dann das Licht und ausschaltet? Oder ist das dann auch noch einzeln? Ich weiß es nicht. Warte mal. Das können wir eigentlich hier oben noch verbessern, wenn ich schon hier oben bin. Wenn wir noch ein bisschen so das Holz haben. Ja. Oh, man kann nur 3 Verbände nehmen maximal. Okay. Dann nehmen wir mal 1 Verband. So. Das heilt, denke ich mal, ein bisschen. 5er. Da kommt ein. Gehen wir noch. Machen wir es ein bisschen leer. So. So. Ich glaube, da müssen wir die Spritzen nehmen, weil die Spritzen sind viel besser. Oh. Was ist denn da gerade mit der Textur passiert? Sieht so bescheuert aus. Okay, das ist noch nicht perfekt. Also, man merkt, Rust ist noch nicht perfekt, aber das wird halt. Das wird halt. Das sah ein bisschen scheiße aus, aber es kann auch sein, dass es einfach gerade momentan mit das neue Update, dass da vielleicht da ein bisschen was passiert ist. Ich sag ja nur, mein dritter Arm, wenn ich eine Fackel halte, das muss, sollte wahrscheinlich auch nicht so geplant sein. So, hier ist alles gut. So, hier muss ich jetzt noch die Außenwände verbessern. Ist da was gewesen? Nee, sah nur so aus. So. Die Seite und die Seite und die Seite und natürlich die Seite. Nicht zu vergessen, auch die Seite und die Seite und die Seite. Ah, so viel. So, schick. Und unser Holz ist schon wieder fast leer. Sieht ruckizucki, Leute. So. Und die Handschuhe. Und dann können wir erstmal das hier wegschmeißen. Das brauche ich nicht. So. Ah, da können wir das erstmal noch nicht herstellen mit dem Plan, wie ich mir das gedacht habe. Können wir das erstmal noch nicht herstellen. So, jetzt gucke ich erstmal. Wir können jetzt noch ein bisschen was Besseres bauen. Langärmliches T-Shirt. Was ist das? Ist das Leder? Leder ist ja mal ein bisschen besser. Weil man kann ja hier sehen, was hat. Hier sehen wir zum Beispiel, wie viel das schützt und so. Selbst die Handschuhe schützen ein wenig. Und das ist schon, das macht schon was aus. Ihr seht schon, Kälteschutz haben wir. Radioaktivität sogar ein bisschen. Und dann vor Angriffen und vor Schnittwunden und vor Schüsse und vor Bisse. Bisse sind wir sehr gut gefeit. Aber beste ist natürlich Leder. Noch besser wäre natürlich Metall. Aber so weit sind wir noch nicht. Vielleicht mache ich ja wieder Verkehrsschilder oder so. Mache ich Verkehrsschilderrüstung oder sowas. Lederschuhe haben wir. Dann machen wir Stiefel und Lederschuhe. Ich wenigstens sie angucken könnte und wüsste, was die so für Werte haben. Kann man das nicht irgendwie anzeigen lassen? Hm. Aber auf jeden Fall will ich nicht einfach so Dinger herstellen. Ich will was Schickes herstellen. Nehmen wir das hier, oder? Schickes, lässiges Hemd. Am besten das, was immer meisten kostet, ist meistens sehr gut. Das kostet 200 Stoff. Das ist sehr teuer. Aber wir machen erstmal ein Hemd. So, das craften wir. 50 Leder. Dass wir das Leder verarbeiten. Weil das Leder haben, brauchen wir sonst nichts anderes. Nur für Kleidung, soweit ich weiß. So, hier brauchen wir ein bisschen Stoff und Nähzeug. Passt ja gut zum Hemd. Das heißt, wir machen hier noch so eine Hose. So werden die Sachen auch noch hergestellt. So. Dann kann ich das Zeug wieder einlagern. Und es wird wieder Tag. Das ist sehr gut. Es wird wieder Tag. So. So. Dann sieht das auch wieder gut aus. So, die Schuhe brauche ich nicht. So, das Hemd. Also merkt ihr schon, hat schon einen deutlichen Unterschied gemacht, dass wir das Hemd noch angezogen haben. Jetzt kommt natürlich noch die Hose dazu. So, jetzt überlege ich, was brauche ich denn noch? Die Türe wollte ich bauen, die Türe. Das machen wir gleich. Machen gleich die Türe, dass wir das nicht vergessen. Ein bisschen Stein haben wir noch. Tierfett packe ich auch mit rein. Wir bauen auf jeden Fall noch eine extra Box für das extra Zeug. Können wir eigentlich noch eine kleine Holzkiste bauen. Und da packen wir dann so noch die kleineren Spezialsachen rein. Dass hier das nicht zu voll wird. Weil nach und dann wird das ja ein bisschen mehr hier. Da, seht ihr den Unterschied? Hier und so. Gerade Richtung Bisse. Obwohl, da verändert sich nichts. Aber sieht auf jeden Fall nicht mehr so. Da sehe ich schon fast aus wie vorher. Und wir haben unseren alten Stand, unseren alten Speicherstand in der Richtung wieder fertig. So, die Holzkiste ist auch gleich fertig. Dann können wir das da reinschmeißen. Wobei, ich glaube, das Sulfur packe ich unten rein. Dass das immer näher vom Ofen ist. So. Alles klar.